Willkommen, es ist Freitag und das heißt Review-Zeit bei uns. Heute nehmen wir uns mal folgende Waffe vor. Nee, falsch. Moment. Nächste bitte. Genau. Die hier ist richtig und zwar handelt es sich hier um die Zyma CM048S. Zur Verfügung gestellt wurde uns das Ganze von Rebel Airsoft und ob man diese Waffe so geil benutzen kann, wie sie ausschaut, das klären wir nach dem Intro. Viel Spaß! Wer hat den Dings an? F-Bau! Danke! Friede! Beginnen wir wie immer mit unserem Lieferumfang. Geliefert wird das Ganze in diesem Schachteldings, was auch immer. Also es ist jetzt nichts weiter drauf, lediglich eine Artikelbezeichnung. Mehr ist es nicht. Schauen wir mal ins Innere. Im Inneren sieht man gleich, ist das Ganze gut verschachtelt. Wir haben einmal das Ladegerät dabei, den Akku und ein High-Cap-Magazin, klassisch mit Rädchen, aber ein was fehlt noch, wo ist die Waffe, die ist natürlich hier, die haben wir hier, das gute Stück, das ist natürlich dabei und wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. Beginnen wir wie immer von vorne nach hinten. Wir haben an der Front natürlich alles schön aus Aluminium-Druckguss gefertigt, also vollkommen aus Metall gefertigt. Unter dem Mündungsfeuerdämpfer findet sich hier ein 14mm Negativgewinde zum Anbringen zahlreicher Silencer, Flashhider, was auch immer, worauf ihr halt gerade Lust habt. Wenn wir weitergehen am Echtholzschaft, das Echtholz ist sehr schön maseriert und fässt sich auch sehr angenehm an. Wir haben dann das Hauptgehäuse ist komplett aus Metall gefertigt. Wir finden allgemein an dieser Waffe lediglich den Handgriff aus Kunststoff vor. Alles andere ist robust und sehr wackelfrei aus Metall hergestellt. Eine Besonderheit von gerade dieser AK ist der einklappbare Schaft. Durch Drücken des kleinen Knöpfchens am Hinterteil der Kanone kann man diesen sowohl ein- als auch ausklappen. Im ausgeklappten Zustand lässt sich auch noch die Schulterauflage hinten aufziehen, ebenfalls aufklappen und somit sitzt die Waffe angenehm im Anschlag. Das Akkufach befindet sich unterm Gehäusedeckel. Dieses muss man entfernen, um diesen Akku oder zahlreiche Akkus einzulegen. Wir empfehlen hier auf jeden Fall Stick-Type-Akkus in der 11,1 Volt Version, um zahlreiche Gear-Jams zu verhindern. Wir haben es auch mit 7,4 Volt gemacht, haben leider Gear-Jams reingekriegt, also deswegen 11,1 Volt Lipos verwenden, Leute. Dann gehen wir noch schnell zu den Markings. Markings ist hier relativ schnell abgearbeitet. Wir finden lediglich das GSG Kaliber 6mm und das FM5-Eck auf dem Schützen rechten Seite und noch russische Feuerwahlpiktogramme, nehme ich jetzt mal an, unterhalb vom Feuerwahlhebel, ebenfalls vom Schützen auf der rechten Seite. Wir haben das gute Stück natürlich auch im Schusstest wieder gehabt. Wir haben gekront, wie immer mit 0,20 Gramm Kugeln und geschossen auf 30 Meter haben wir das gute Teil mit 0,25 Gramm Kugeln. Hier gleich von vornherein haben wir 11 Einser verwendet. Diese müssten dazu auch dringend verwendet werden. Mit 7,4 Volt oder gar 9,6 Volt haben wir Gear-Jams erzeugt und das nicht zu knapp. Also wie gesagt, gleich von vornherein 11,1 Volt Lipo verwenden. Und was wir hier für Ergebnisse
erzielt haben, das kommt jetzt. Was mir lediglich gleich aufgefallen ist beim Auseinandersachen, beim Auseinanderschrauben, ist der Motor, der ist gelötet, nicht gesteckt. Der ist an den Kontakten fest gelötet. Die Schimmung ist gut, meiner Meinung nach zu fest sogar. Sollte man vielleicht eine kleine Scheibe rausmachen, je nachdem was drinnen ist. Der unterste Gear, muss man dazu sagen, der ist ziemlich locker. Da müsste man auf jeden Fall noch nachschimmen. Gut, machen wir das ganze Ding mal auf hier. Halt, machen wir noch den komischen Knubbel hier weg. Ein Kunststoffknubbel. So, machen wir das Ganze auf. So, dann schauen wir doch mal. Natürlich Kunststoff Spring Guide kann man locker austauschen gegen einen aus Metall. Würde ich auch machen, der Stabilität halber. Dann haben wir die Zylindereinheit, die Tappet Plate aus Kunststoff kann man lassen, ist auf jeden Fall kein Problem. Auch hier das gleiche wie bei der M4 beispielsweise. Das wackelt wie ein Hundseischwanz da drin rum. Da auf jeden Fall mit Teflonband nachbessern, damit es besser hält, oder gleich austauschen. Das Nozzle ist mir bei der M4 zum Beispiel passiert, gleich gerissen. Würde ich auf jeden Fall als erstes mit gegen eins Alu mit O-Ring tauschen. Der Piston auf jeden Fall gegen einen mit Metallzähne tauschen. Genauso wie den Pistonhead würde ich auch mit einem aus Metall tauschen. Mal kurz nochmal die Abdichtung. Es ist was da, aber eher schlecht als recht. Da auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Den Zylinder kann man lassen, das ist ein Standard-Messing-Zylinder. Der tut auf jeden Fall seinen Dienst. Die Gears, ganz normale Stahlgears, die würde ich auch drinnen lassen. Da macht man auf jeden Fall im ersten Moment nichts verkehrt. Die Switch auf jeden Fall auch drinnen lassen. Was ich hier allerdings als Verbesserungsvorschlag vorsehe oder anbieten könnte, wäre, dass man den Motor gegen einen stärkeren tauscht und auf 7,4 Volt LiPo umsteigt. Da wir da von der Switch Unit einiges an Anfälligkeiten wegnehmen des Kontaktes etc. und so weiter. Wie gesagt, Gears drinnen lassen, kein Problem. Die Fettung ist hier vorhanden, ebenfalls, es tut ja seinen Dienst. Ja, ganz alles in allem, wissen wir, was wir tauschen sollten. Das sind meine Verbesserungsvorschläge. Damit gebe ich ab wieder hinüber in das Wohnzimmer. Kommen wir noch schnell zum Fazit von der CM048S. Ja, optisch natürlich von außen total geil. Wir haben alles aus Metall verarbeitet, lediglich der Handgriff aus Kunststoff, Echtholzparts dabei, schön stabil gefertigt das Ganze. Also ich kann hier nichts wenden oder ziehen oder sonst was. Also es ist alles verbindungssteif und aus einem Guss. Im Inneren sieht es teilweise anders aus. Die Gearbox ist okay, es ist überall Verbesserungsbedarf. Den Motor würde ich auf jeden Fall tauschen. Da ist für die Feder, was drin ist, zu schwach. Genauso wie die Steckverbindung. Die Tamiya-Stecker sind okay. Ich würde aber lediglich noch ein MOSFET verbauen und dann auf 11,1 Volt LiPo umsteigen.
Somit habt ihr ein gutes Anspruchsverhältnis oder auch keine Probleme mehr mit Gearchamps oder sonstigem. Das Klappsystem, was wir im hinteren Teil haben, funktioniert sehr gut, rastet auch sauber ein, klappert ein bisschen minimal, ist nicht der Rede wert. Die Schulterstütze jedoch ist beim ersten Moment geht's ziemlich schwer, aber das sollte, denke ich, bei mehrmaligen Verwenden auf jeden Fall kein Problem mehr sein. Die Schulterstütze rastet auch schon ein, kann man nichts sagen. An für sich, die Hop-Up-Leistung ist auch okay für eine Stockwaffe, kein Problem. Ja, wie gesagt, für einen Einsteiger okay, kann man sie nehmen. Für einen Fortgeschrittenen etc. kann man sagen, wenn man ein bisschen Tuning investiert, kann man damit auch sehr viel Spaß haben. Gut, wie gesagt, ich kann es euch ans Herz legen. Hier ist wenigstens eine sehr stabile Waffe, auf jeden Fall überhaupt kein Thema. Und ja, das war's von dem Review. Die Shoplinks zu Rebel Airsoft verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung. Genauso wie bei dem Video von der Pistole schon, bei der AIP. Das Spielfeld bzw. die Kontaktdaten ebenfalls alles unten in der Videobeschreibung. Ja, gut, das war's von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und man sieht sich. Euer Heubi FV. Macht's gut.